Servus zusammen, Leute! Dali! Das lange Sinte Let's Play von... Daisy! Daisy! Genau, und endlich fangen wir jetzt mal an. Nach langem... Hin und her und überhaupt und warten und... brüllen. Ist es jetzt... Brüllen? Ja, ich habe heimlich schon ein bisschen brüllen, ja. Ja, geil. Zocken wir jetzt auch endlich Daisy oder Set oder was auch immer. Daisy. Daisy. Und für alle, die das nicht wissen, oder die das nicht können, besser gesagt, das ist ein Mod von Arma 2. Ja gut, ich glaube, das muss ich gar nicht erklären, das weiß eh jeder, ne? Schon, Daisy kennt jeder Mod. Das ist ja von so bekannt fast wie Minecraft, hä? Das ist schon so. Das ist so. Gut, wir versuchen mal unser Glück hier. Ich habe schon einige Stunden gespielt, ich habe mal einmal angefangen zum probieren. Wie das so funzelt. Ich auch ein bisschen. Genau, eigentlich haben wir auch schon das zweite ein bisschen gespielt, ja. Hey, da liegt ein Spieler, ich habe einen Spieler, oh, und 1000 Zombies, fuck. Da liegt ein Spieler am Boden. Hast du, hat doch eben etwas? Das ist sehr gut. Hey, ich glaube, ich bin wirklich... Ich bin in Tschernogorsk. Tschernohorst. Ja, schön, wenn du das siehst. Oh, fuck, Zombie! Bei mir ist es noch ziemlich ruhig und angenehm. Ich tue das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf game da. Ich blüte. So, yes! Ich habe eine Axt. Alter, blüte. Ja, da kann ich doch nicht dafür. Ja, aber... So, also jetzt müsste ich da einmal das da. Jetzt muss ich noch die Axt nachladen. Die Axt nachladen? Aha, hast du das noch nie müssen? Uh-uh. Ich nehme dir jetzt eine Axt mit, hä? Okay. Ich habe jetzt zwei. Ja, so. Ich würde gerne mich mal verbinden. Weil wir Zombie-Stinker hinten dran, Mann. Zombie-Finken. So. Wenn man ein bisschen gespielt hat, weiss man auch ein bisschen, wie man die Zombies kann abhängen und ein bisschen ausweichen. Und wo das man Zeug findet. Also ganz wichtig, Priorität Nummer 1 am Anfang, da man ja nicht viel hat. Man hat eigentlich nur... Am Bandage, einen leeren Rucksack und Painkillers, also Schmerzpillen. Da. Eine. Genau, mit dem kann man eigentlich nicht viel anfangen, also muss man als erstes eine Waffe finden. Ob es jetzt eine Nahkampfwaffe ist, wie in meinem Fall da die Huren Axt. Oder eine Knarre, Knarre oder was auch immer. Das MG. Das MG, genau. Weil ja. ohne nichts ist ziemlich kacke. Das ist ja so. Wird es wahrscheinlich in deinem Fall, gell? Jupp. So, da innen ist auch nichts. Ein kleiner Tipp, die es noch nicht gespielt haben und anfangen. Wenn ihr Zombies hinter euch habt, lauft in die Häuser rein. Dort drinnen dürft ihr sie meistens abhängen. Ja, aber sie werden ausbremsen, oder? Ja, sie werden sehr langsam, genau. Und dann kann man einfach rauslaufen und bis die dann wieder aus dem Dings draussen sind, das geht 100 Jahre. Also es funktioniert eigentlich fast in jedem Fall. Okay. Gut, bei mir ist jetzt das Problem, ich habe etwa 1300 hinter mir, aber... ja, gar nicht abgehängt. Noch nicht anhalten, dann geht das schon. Du sagst mir, wenn du weißt, wo du bist. Ja, ich probiere es mal, gell? So, was also man natürlich... Ja? Ich sehe einen Steg, der ins Meer rausgeht. Dann sehe ich ein Dörfli nebendran. Und einen Bahnhof. Und da jetzt so Schiffzeuge und so oder Häuser, so... Gar nicht. Ja. Da nichts wissen. Ich habe ein Rad gefunden, also falls wir ein Auto finden. Genau, es gibt auch so... Ich habe ein Messer gefunden. Ja, ich auch. Das Messer.
Ja, einfach alles mal mitnehmen, gell? Ja. Hey, ich habe ein Magazin für den MP5 gefunden. So, aber was immer gewesen, wichtig ist... Nein, man muss eigentlich noch sehr aufpassen auf andere Spieler. Weil, ja, sind alles Ratten, Mann. Ja, eigentlich sind ja schon Zombies allein dreckige Siechen. Und ja, ein bisschen zum Angst haben, aber am schlimmsten sind eigentlich die Spieler selber. Weil denen kann man nicht trauen. Das ist ja so, ey. Manchmal erlebt. Genau. So, Zündhölzchen habe ich, das ist sehr gut. Ein Bandagenpack. Ich bin da wirklich der beste Dings gespawnt. Was auch noch sehr wichtig ist, ist trinken und essen. Ich bin, da ist der Bahnhof, ist Panota angeschrieben, Mann. Panota? Ja, siehst du das irgendwo auf deiner Karte? Auf der Karte? Die ist so klein, ey, da sehe ich nichts, ey. Ja, laufen mal Richtung Westen. Also. Ja. Das einzige Problem an DayZ ist, wenn wir das zweite Web gamen, wenn man irgendwo auf der Map spawnt, also irgendwo, ja, irgendwo am Strand, an der Küste. Man muss sich zuerst mal finden und das ist gar nicht so einfach. Das ist eigentlich eines der grösseren Problems. So. Ich bin doch nicht da, wo ich gemeint habe. Glaub. Oder? Oder doch? Oh, ich glaube es. Hey, warte mal. Da bin ich doch auch schon gewesen. Aber wichtig ist Essen und Trinken. Rechts unten am Bildschirm sehen wir so vier Symbole. Was findet man Essen und Trinken? Ja, das findest du eigentlich überall. Das Trinken und das Essen. Das Problem ist, das Zeug verbraucht sich. Aber es gibt zum Beispiel Wasserflaschen. Und die kann man immer wieder auffüllen. An einem See oder an einem Brunnen kann man immer wieder das Wasser auffüllen. Also wenn man irgendwie so Wasserflaschen findet, unbedingt mitnehmen, weil die sind sehr wichtig. Mhm. Oder das Essen, man kann Tiere jagen. Aber im Meer kann man die Flaschen nicht auffüllen, gell? Nein, weil Salzwasser bekommt dann nicht so gut. Das ist ja so. Ich verstehe zwar nicht warum, die sollen nicht so heikel tun, aber... Ja, hey, scheiße. Ja. Es gibt ja so einige Tipps oder Dinge, die man muss beachten muss. Und wenn man das ein bisschen beachtet, kommt man eigentlich ziemlich weit. So, jetzt kommt da schon wieder einer. Habe ich da jetzt abgehängt? Aus Versehen. So, Munition. Eigentlich für die Lee Enfield. Und das Makarov-Magazin. Ah, der Bandage. Oh, jetzt hat er mich gefunden. Jetzt sind ein paar Häuschen. Ah ja, übrigens, Zombies kann man auch looten, die haben manchmal noch Zeug dabei. Das wäre jetzt nicht gehabt. Der hat jetzt verwutscht, die Drecksau. Blüte könnte es nehmen. So. Wie viel Blut hast du? Hey, ich sehe einen toten Spieler. Übrigens, weißt du, wie findet man gut tote Spieler? Man hört immer so Fliegen. Okay. Ein Fliegenkurs und ein Fliegenschwarm, dort ist ein toter Spieler. Okay. In den meisten Fällen. Dann da aus Versehen leere Dings mitgenommen. So. Dann schauen wir mal, was der so hat da. Hey, der hat eine Knarre. Hast du eine Knarre gefunden? Der hat einen Kalaschen. Hallo? Warte jetzt mal. Ah, da, ja. Ein AK. Ja. Ohne Schuss kann das jetzt sein. Ah, mal. Holz. Blöd ohne Schuss, ne? Hä? Da blöd ohne Schuss. Ah, mal ein Magazin haben. Ach, voll easy. Ich glaube es auch. Oder? Ah, nein. Nein, doch nicht. Ah. Einfach nicht. Einfach nicht. Aber es macht einen guten Eindruck. Ja, ja.
So, hey, 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 ich finde ja richtig geiles Zeug da. Für meine M42 das Magazin, hey. Und eine Militärtaschenlampe. Was sind die M42? Hast du die? Nein, die habe ich mal gehabt. Aber ich habe sie leider verloren. Das ist blöd. Oh, ich habe eine Latte gefunden. Hast du eine? Mhm. Sehr schön. Kann ich jetzt die Tanne? Musst du ins Inventar? Mhm. Jetzt hast du sie unten in der Liste, oder? Und Zombie, Zombie kommt, warte schon. Würdest du mich nicht... Hä? Ja? Würdest du mich nicht unterbrechen, wenn ich etwas zu erklären? Sorry, oder? Also, ich muss schnell erklären, Mann. Ich brauche sie schnell. Gehst du ins Inventar? Nein, warte, der Spotter ist da. Ich muss rennen, warte. Ja, hängt den Hure ab. Nein, du Wichser! Du Wichser! Du Wichser, ich blüte! Versteck, der Wichser! Versteck dich in meinem Haus und tu dich bandagieren. Ich habe keine Bandage mehr, ich habe schon eine gebraucht. Also schnell, Inventar und dann? Und dann sind sie remove from irgendetwas. Ja. Und dann hast du sie in der Hand und du musst noch nachladen, bevor du kannst touchen. Ah, habe ich jetzt touchen? Ja, voll jetzt geht's. Also komm daher, du Dreck kaufen. Es geht aber noch gut, ne? Ja, erstaunlich. Ich habe sie eigentlich bis jetzt auch noch nie gebraucht. Ich bin immer kleiner zu einer Knarre gekommen. Hast du zwei Kill? Stirb du Sau! Ja, wir nehmen das mal mit, da. Ich habe hier noch ein Rad gefunden. Soll ich mitnehmen? Ja, nein. Okay. Also, ja, ausser hast du genug Platz im Inventar. Ja. Hey! Glaub ich ja nicht. Ich bin im Krankenhaus. Wo bist du, Mann? Ich bin da in einem geschissenen Huren Lagerhaus drin. Ich bin... in Tschernogorsk oder so, keine Ahnung. Das Blutpack nehme ich mit. Morphium, Dings. Ja, das war nicht. Oh oh. Kommt die da nicht rein? Wo bist du? Eben in Tschernogorsk bin ich, glaube ich. Okay. Ja, das ist glaube ich immer das Gleiche drin. Aber das Wichtigste habe ich jetzt schon. Das Allerwichtigste. Ich glaube, ich muss mal ein Video machen. Falls Leute das interessiert. Und ob die das wollen, dass ich mal ein Video mache und erkläre, wie was alles geht und funktioniert in diesem Game. Können Sie Kommentare schreiben? Genau, schreiben Sie Kommentare. Und auch wenn ihr eine Idee habt, was wir heute machen könnten, wo wir heute hergehen könnten. Genau. Also wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr wollt, dass wir irgendwo durchgehen, kannst du wieder ein totes Spiel sehen. Schreibt es mal in die Kommentare rein und wir werden versuchen, das zu machen. Wenn wir so lange überleben. Ja, das ist Voraussetzung. Ja, für das können wir nicht garantieren. Die Zombies so. Hast du gekillt, Mann? Vier. So, ich habe drei. Ey. So. Jetzt muss ich irgendwie... Jetzt habe ich irgendwie... Jetzt habe ich ein bisschen Enfield, Mann. Wo hast du jetzt die wieder gefunden, Mann? Ja, ich habe wirklich Glück gehabt mit dem Spawnpunkt. Ich bin genau... Ein Zelt habe ich auch schon, hey. Hör auf, ey. Ich habe die Axt gefunden, das ist nichts. Wieder mal zu rufen und zu fressen. Mal zu fressen, nein, zu rufen habe ich. Fressen noch nicht. So, muss ich jetzt mal den Rucksack öffnen, so. Wo ist ein Leuchtturm? Auf einer Insel? Nein, gerade vor mir. Und neben einem Bootssteg-Ding.